und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, er das Licht für die Welt, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern, liebe Brüder, herzlich begrüße ich Sie heute am vierten Sonntag der österlichen Vorbereitung, am Sonntag Letare. Blumen in der Kirche, in der Fastenzeit. Sie erinnern uns zum einen daran, dass wir in der vergangenen Woche meteorologisch den Frühlingsanfang begonnen haben. Wir erleben, dass wir momentan in der Natur unterwegs ist, soweit man das noch kann, der spürt, wie die Natur hindrängt auf das neue Leben. Und zum anderen macht es uns deutlich, dass der heutige Sonntag, der Letare-Sonntag, freue dich Jerusalem, wie es im Eingangsvers heißt, der Sonntag ist, den wir schon als einen Vorgeschmack auf das Osterfest begehen. Wir sind über die Mitte hinüber der Fastenzeit. Wir bekommen Ostern in den Blick, aber wir müssen eben noch durch den Karfreitag. Einen österlichen Vorgeschmack. Und das in einer dunklen Zeit, in der viele sich wünschen, jetzt hier in der Kirche zu sein, es im Geiste auch sind. Viele, die Angst und Zweifel haben, was die Zukunft, die nächsten Tage und Wochen bringen mögen, aber eben auch die Botschaft dieses Sonntags: Christus ist das Licht, das uns durch das Dunkel bringt. So schauen wir auf ihn und wir erbitten sein Erbarmen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu dem Bethlehemiter Isai, denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Als Samuel in Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai: Sind das alle jungen Männer,
Er antwortete, der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai, schick jemand hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zumal hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr, auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Wort des lebendigen Gottes. Danke, sei Gott. Alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es,
Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere meinten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, und an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich, und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten,
Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete, er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie, ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Frag doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Da sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Da rief die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Und auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünde geboren und du willst uns belehren. Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete, wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen,
damit die Blinden sehen und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies. Und sie fragten ihn, sind etwa auch wir blind? Jesus antwortete ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jesus aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Evangelium unseres Herrn und Bruders Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Lissabon, eines der schlimmsten Erdbeben, das die Geschichte kennt. Wahrscheinlich 60.000, möglicherweise 100.000 Menschen fielen dieser Naturkatastrophe zum Opfer. Die Kirchen und Kathedralen, die herausragenden Bauwerke einer der schönsten Städte Europas, lagen in Schutt und Asche. Wohl bedingt durch Bewegungen an der Bruchstelle zwischen der eurasischen und der afrikanischen Platte kam es zu diesem Beben, das einen Tsunami und einen Großbrand auslöste. Eine der schönsten Städte Europas in Trümmern. Aber nicht nur Leben wurde zerstört, nicht nur Kulturdenkmäler, sondern auch eine ganze Glaubensvorstellung. Denn das Erdbeben ereignete sich am 1. November 1755, also am Allerheiligentag, einem der höchsten Feiertage unserer Kirche. Und das Unerklärliche für Bischöfe, Priester, Theologen, Opfer der Katastrophe wurden die, die sich an die Gebote Gottes hielten, die den Feiertag achteten, die Gottesdienste besuchten, die Ruhe behielten. Verschont wurden diejenigen, welche sich ganz offensichtlich nicht an die Gebote hielten, die auf dem Feld arbeiteten, die ihr Vergnügen suchten, denn als einer der wenigen Orte der Hauptstadt Lissabon blieb das Vergnügungsviertel der Stadt fast völlig unbeschadet. Bis dahin gab es einen ziemlich logischen Zusammenhang: Unglück, Leid, Krankheit ist eine Folge des Fehlverhaltens des Menschen. Gott bestraft die Sünde des Einzelnen, eines Volkes, der ganzen Menschheit. Aber jetzt plötzlich leidet der Gerechte, während der öffentliche Sünder doch davonkommt. Noch Jahrzehnte, Jahrhunderte lang später arbeiten sich Theologen und Philosophen an diesem Ereignis ab und konfrontieren es mit der sogenannten Theodizee-Frage, jener Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Die schlimmste und lauteste Anklage, die gegen einen gerechten Gott zu erheben ist. Eine ganze Glaubenswelt stürzt zusammen. Schuld bringt Leid hervor. Krankheit, Seuchen, sie sind logische Folgen, ja Strafen Gottes für das, was der Mensch ganz bewusst gegen ihn tut. Dieses Denken war auch dem biblischen Menschen immer vertraut. Denken wir an das beredeste Beispiel, die 10 Plagen über Ägypten, von denen wir mindestens eine als eine Seuche identifizieren können. Strafe
weil der Pharao nicht auf Mose und somit auf den Willen Gottes hört. Aber auch später. König David lässt das Volk zählen und er greift so in das Hoheitsrecht Gottes ein. Gott schickt zur Strafe eine zwar kurze, aber sehr heftige Seuche über das Volk. Dieses Denken zieht sich weiter bis in unsere Tage. So sind nicht wenige, die in der Corona-Epidemie auch eine Erziehungsmaßnahme Gottes vermuten. Ich denke, vieles hängt damit zusammen, dass wir bei Seuchen und Epidemien vor unerklärlichen Rätseln stehen. Gewalt, die vom Menschen ausgehen, können wir auf uns zukommen sehen. Naturkatastrophen wie Erdbeben können wir messen. Aber wer sieht ein Virus als Angreifer? Diese Unerklärlichkeit macht uns hilflos. Und sie lässt manchen eben auch dann einen göttlichen Grund vermuten. Dass sie damit scheinbar in einer guten Tradition stehen, macht das Evangelium deutlich. Wer hat gesündigt? Seine Eltern oder er selbst, fragen die Jünger Jesus, als sie den Menschen sehen, der von Geburt an blind ist. Schon die Frage in sich zeigt ja die Unlogik. Das hieße ja entweder, die Eltern haben einen Fehler begangen, für den nicht sie bestraft werden, sondern ihr Kind, oder aber Gott bestraft den jungen Menschen schon vorausgehend für etwas, was er später tun wird. Ein Denken, das teilweise biblische Urgründe hat. Der Prophet Jeremia kritisiert ein Sprichwort, in dem es heißt, die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Und er greift das Sprichwort auf und ergänzt, nein, ab jetzt soll jeder nur für seine Schuld sterben. Das Sprichwort selbst macht uns ja einen Zusammenhang deutlich, den wir auch heute gut nachvollziehen können. Schäden, die die eine Generation anrichtet, kommen oft erst auf die nächste und übernächste. Das erleben wir jetzt im Zusammenhang der ökologischen Krise. Was vor Jahrzehnten schon begonnen hat, zeigt jetzt seine Auswirkungen. Aber neben dieser Beobachtung ist es strikt für Jesus verboten, von Leid auf Schuld zu schließen. Genau das ist ja der Rückschluss, der bei den Jüngern im Denken sich vollziehen. Sie sehen einen Menschen, der blind ist, und sie können nicht anders als vermuten, dass es Schuld gibt. Ähnlich vermuten viele heute eben auch. In einer Seuche, in einer Krankheit, in einem Unglück, die Schuld des Menschen, für die Gott Strafmaßnahmen anordnet. Aber unser Denken, unser Glaube macht sich ja in einem ganz anderen Gottesbild fest. Am Karfreitag lesen wir beim Propheten Jesaja im sogenannten vierten Gottesknechtslied: Er hat unsere Krankheit getragen. Er, der unsere Krankheit trägt, er wird doch nicht den Menschen mit Krankheit schlagen. Vielmehr gilt doch das, was Papst Benedikt in seiner Enzyklika Deus Caritas Est gesagt hat. In seinem Tod am Kreuz vollzieht sich jene Wende Gottes, in der er sich verschenkt, um den Menschen wieder aufzuheben und zu retten. Liebe in ihrer radikalsten Form. Gott
Gott trägt mit. Er macht sich nicht nur die Finger schmutzig am Gründonnerstag, sie werden blutig am Karfreitag und das für uns Menschen, nicht um uns zu strafen. Und damit Freispruch Gottes in allen Anklagepunkten. Gott hält sich sauber heraus aus der Katastrophe. So einfach ist's dann auch nicht. Schon Jesus macht im Evangelium klar, es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser Krankheit, zwischen dem Blindsein des jungen Menschen und Gott. Damit die Werke Gottes an ihm erkennbar werden, deutet Jesus die Situation. Auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, das heißt doch, wir sollen an dem, was Jesus an ihm tut, an diesem Wunder der Blindenheilung, die Größe und Möglichkeit Gottes erkennen. Aber ich glaube, es geht noch über dieses euphorische Staunen oder dieses intellektuelle Zweifeln, ob das wirklich geschehen ist, hinaus. Es geht um Fragen, die uns heute beschäftigen. Schauen wir zuerst einmal auf das Umfeld des jungen Menschen. Die Eltern, die Gelehrten, seine Zeitgenossen, sie wollen, dass alles so bleibt in ihrem Denken, in ihren Erklärungsmodellen, wie es ist. Jegliche Störung durch Krankheit und Leid in ihrer Welt ist ein Betriebsunfall. Und der kann allein in der Schuld des Menschen seine Begründung haben. Aber Krankheit und Leid machen uns doch viel mehr deutlich, wie unsere Welt ist. Eine zerbrechliche Welt. Eine Welt, die noch nicht perfekt ist und abgeschlossen. Eine Welt, die wir nicht als Menschen einfach im Griff haben, kontrollieren können, so gestalten können, dass es das nicht mehr gibt. Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika Laudato Si darauf hingewiesen und gesagt, Gott hat sich selbst beschränkt, als er eine Welt im Werden wollte. Und er deutet alles, Leid, Unglück, als Geburtswehen dieser Schöpfung und als Zeichen dafür, dass die ganze Schöpfung mit dem Menschen unterwegs ist, hin zu jener Fülle, die der auferstandene Christus ihr schenkt. Wir leben in einer Welt, die noch wird. Eine Welt auch voller Schäden, voller Zerbrechlichkeit, so wie es auch unser Leben ist. Aber eine Welt, die sich zum Guten hin entwickeln soll und die die Fähigkeit hat, nicht zuletzt auch aus der Kraft des Gebetes und der Zuversicht und der Hoffnung, dass Gott seine Welt in Händen hält. Und da ist auf der anderen Seite der junge Mann. Er wird ja nicht ersehnt in dem Moment, wo ihm die Augen aufgehen, sondern sein Sehen geschieht letztlich doch in dem Moment, wo er bekennen kann, ja, Herr, ich glaube. Er geht einen inneren Weg des Erkennens. Er bringt zusammen, was er aus der Tradition, aus seinem Umfeld hört, was er selbst erfährt, und die Worte, die Jesus zu ihm spricht. Er geht nicht einfach und hackt die Zeit des Leidens ab. Jetzt wird durchgestartet, jetzt wird gelebt. Sondern er reflektiert es und kommt Schritt für Schritt zu einem vertieften Glauben. Ich erlebe viele Menschen, die mir nach einer Krankheit sagen, dass sie sehr verzweifelt waren, dass sie oft große Schmerzen hatten, aber dass ihnen der Glaube eine Hilfe war. Dass das Beten so schwierig es manchmal war,
ihnen auch immer wieder Kraft und Mut gegeben hat. Und aus dieser Erfahrung können sie sich auch immer wieder neu Gott anvertrauen. Unser persönlicher Glaube reift auch in diesen Krisen. Zurzeit steht in unserer Stadtpfarrkirche die Hohe Momento Mori-Fahne nicht als eine Art Weltuntergangszeichen, sondern um uns deutlich zu machen, dass wir in einer langen Reihe von Generationen stehen, die in großen Krisen und Gefahren, in Not und Leid immer wieder ihre Hilfe auch bei Gott gesucht haben, im Gebet, im Vertrauen. Und die uns einlädt, dieses Gebet auch für uns fruchtbar werden zu lassen. So wünsche ich Ihnen von diesem Sonntag aus, dass Sie bei allem angegriffen seien, bei allem, was uns jetzt so unruhig macht, auch Ruhe finden in dem Vertrauen, dass Gott uns zum Guten führt. So wollen wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In Jesus macht Gott auch uns sehend. Darum wollen wir ihn bitten. Für alle, die in Kirche und Politik, in Wirtschaft und Medizin in dieser Zeit eine besondere Verantwortung tragen. Gott, du Hirte deines Volkes, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die erkrankt sind oder an ihrem Alter und Schmerzen leiden, und für alle, ihnen beistehen, sie pflegen und für sie sorgen. Gott, du Hirte deines Volkes, wir bitten dich, erhöre uns. Für unseren Planeten, der auf Heilung seiner Wunden hofft, die ihm Naturkatastrophen und menschliche Eingriffe geschlagen haben. Gott, du Hirte deines Volkes, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die jetzt Angst haben und sich in Zweifel und Fragen verlieren. Und für alle, die in diesen Tagen in besonderer Weise die Herausforderung spüren, das Evangelium zu verkünden. Gott, du Hirte deines Volkes, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, für die diese Zeit besonders schwierig ist, besonders auch für diejenigen, welche sich um ihr Geschäft oder ihren Arbeitsplatz sorgen. Gott, du Hirte deines Volkes, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Verstorbenen und alle Trauernden. Gott, du Hirte deines Volkes, wir bitten dich, erhöre uns. Dein Sohn ist das Licht der Welt. In ihm willst du unsere Dunkelheit hell machen. Heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Thank you.
wir unsere Gaben haben. Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Der Herr sei mit uns. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Ihr Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren, er aber macht uns zu deinen Kindern, durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz, mit allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleuten, unseren Familien und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Besonders beten wir heute für Maria und Josef Grote, Renate Bütschlein, für Edeltraud Wilde, Hermann und Maria Christoph. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in deinem Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef
Und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen mit deinem Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Voll Vertrauen lasst uns beten, wie der Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns